Ey, das kann nicht sein, ey, das kann. Ja? Tempo! Tempo! Okay, also so schlecht kann das nicht sein, was wir machen. Und im Gegenteil, es ist wirklich gut. Das ist kein Kreisläufer! Er ist kein Kreisläufer! Ja! Ey, gegen Volker Mudro als erster eine Zeit eine gelbe Karte kriegen. Wahnsinn. Hier dran vorbei. Wenn er hier kommt, du musst lange den Ball in der Hand haben. Hannes, du machst das hier auf halb. So ist es. So ist es. Hatte ich euch doch gesagt, dass ich heute verkabelt bin, oder? Nee. Ach so, ja. Habe ich in Gedanken gemacht. Aber ändert für euch ja auch nichts, außer. Ja, eigentlich nichts, oder? Okay, bevor wir uns emotional einstimmen, müssen wir bitte noch einmal das Wording klären, hätte ich fast gesagt. Wir brauchen, wenn Rückraum Mitte rechts, also wir sind ja nun mal ohne Kreisläufer, das haben wir jetzt ja alle mitbekommen. Dementsprechend haben wir uns darauf vorbereitet, die Sperre von dem Rückraum Mitte rechts an vorne Mitte, der hier hinläuft nach Rolle und der Rückraum rechte spielt den Ball hierher und der kommt hier rum, damit wir ein 3 gegen 3 da hinten haben. Das haben hoffentlich alle noch im Kopf. Lars? Klar? Alle anderen? Matteo Menges? Wirklich? Ja, zumindest. Die Lacher sind berechtigt, tut mir leid. Alles klar? Ja. Genau, wir haben jetzt alles auf Tape, ne? Also. Ist natürlich auch jetzt, nachdem das gestern klar wurde, ein bisschen Improvisation. Da müssen wir gar nicht drum rumreden. Das war anders geplant und gehofft, aber wir machen das Beste draus heute. Und da sind wir beim Thema letztes Spiel in diesem Jahr. Wir haben ein geiles Spiel vor der Brust. Das haben wir uns über viel Arbeit in dem halben Jahr jetzt so hinbekommen, haben wir es uns erarbeitet. Harte Arbeit haben wir haben viel investiert und wir haben uns das verdient, weil wir gut sind, weil wir gute Leistungen gezeigt haben, weil wir gut gepunktet haben. Ich hoffe, dass die Stimmung und die Leute in der Halle zahlreich gute Stimmung machen und dass wir das auch genießen können. Ja? Genießen macht am meisten Spaß, wenn man Erfolg hat, wenn es gut läuft. Okay, Männer? Plan ist klar, investieren, Fokus, ganz viel vom Kopf heute da sein. Ja? Im Vergleich zu letzter Woche ist es viel. Auf geht's, Jungs! Hier. Halt mit viel Sinn muss halt hier der Linkshänder vorher an den Kreis gehen, damit der da auch als Linkshänder rauskommt. Ah, okay, jetzt sind 4 Rückraum, stellt ihr vorher einen Kreis. Ja, ja, das Endprodukt ist nur 4 Rückraumspieler. Ja. Ah ja, so ist es halt, ne? Lieber vorm Spiel als hinterher. Ach, hätte das so sein müssen? Oder während des Spiels? Während des Spiels kannst du immer noch ein bisschen steuern. Je nach Ergebnis. Bitte. Stift? Hab ich. Sehr gut. Ja, so, jetzt muss ich mich noch hübsch machen, sofern das denn noch geht. Das ist so, wenn man Haarwachs braucht, aber man eigentlich einen Friseur gebraucht hätte. Muss man retten, was noch zu retten ist. Oder nicht zu retten. Na gut, besser wird's nicht. Dann habe ich natürlich wie immer kein Handtuch dabei, ist ja klar, zum Hände trocken machen. Das könnte man fast schon als Ritual bezeichnen, dass ich mir jetzt eins von den Jungs klaue. Wenn sie das sehen, wird sich für den einen oder anderen so einiges erklären, warum das Handtuch vorm Duschen schon nass ist. Wer ist das denn hier? Schneider Julius, gut. Vielen Dank. Zack. So. 17.24 Uhr. Lisa, wir haben uns ja noch gar nicht gesehen. Das ist genau. Natürliche Anti-Schiedsrichter-Pöbelei ist das. Was ich natürlich niemals mache. Es beginnt eigentlich so die Me-Time, nenne ich es jetzt mal. Alles, was ich bisher nicht gemacht habe, bringt jetzt auch nichts mehr. Jetzt ist so die halbe Stunde vor dem Spiel, wo du nichts mehr bewegen kannst. Alles erledigt. Aber was ich noch mal machen könnte, ist mir einen Spickzettel schreiben. Das macht vielleicht Sinn. Gerade wo jetzt unsere Kreisläufer nicht da sind, mussten wir ein bisschen improvisieren. Für beide? Ja. Michael hat ja eine Knieverletzung und Juri hatte unter der Woche starke Rückenschmerzen. Hat es gestern probiert, ging aber nicht. Da mussten wir ein bisschen umplanen. Reicht auch, ne?
Soll reichen, muss reichen. Torhüterleistung würde helfen heute auf jeden Fall. Aber es ist ja immer so, ne? Alles, was ich kontrolliere und alles, was ich so sauber und kontrolliert mache, geht klar. Aber tut halt schon scheiß weh. Aber ich versuch's einfach. Ja, versuch nicht, dich durchzukämpfen, nicht, dass es schlimmer wird. Und sag einfach Bescheid. So. Die Etikette muss gewahrt werden. Ne? Vorgaben müssen umgesetzt werden. A, B, C, D. Hat natürlich der Trainer, wenn es keinen Betreuer gibt. Jungs, kommt. Ganz wichtig, auch wenn mal zwei, drei Sachen gegen uns laufen, dass wir vom Kopf her da bleiben. Das ist ein sehr kopfanstrengendes Spiel heute, aber vor allem macht Spaß heute, ja? Männer, wir holen das Ding heute nach Hause. Von Anfang an da sein, auch wenn er loskommt. Komm, Männer, komm. Die Pässe zum Kreis sind wichtiger. Die sollen lieber die längeren Pässe in die Ecke in der 3-3. Auf. Auf geht's. Sollen wir Tempo auch mit 4? Wir haben ja keinen Kreisläufer. Die wechseln Torwart und die zwei. Wobei jetzt war ja aber kein Torwart draußen, also zwei. Ja, ja. Ist auch ganz klar die Ansage. Ja, ja. Rein, Lars, rein, 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 rein. 2-2, Tommy rein, Tommy rein. Und jetzt, komm, Druck, mach Druck. Nix, kein Foul, komm, weiter, Druck, weiter. Zurück, 5-1. Weil das kann nicht sein, ey, das kann. Und raus, Druck! Koller, Druck! Sinken! Lars, was? Ey, das, wir sinken! Ey, das liegt nicht am System. Wir passen einfach nicht auf. Wir sind überhaupt nicht wach. Die können schreien, was sie wollen, wenn direkt neben dir der Kreisläufer steht. Ey, Jungs, das funktioniert super. Wir müssen nur vom Kopf. Wenn wir sinken, dann sinken wir alle komplett, ja? Ja? Lars, wenn der Ball hier bei dem Rückraum linken ist und der greift an, dann kommt der mittlere Abwehrspieler hier rüber. Es gibt keinen Grund, da noch beim Kreisläufer dann zu sein, ja?
Mach ihn rein, komm. Wie oft denn noch? Du stehst da und machst nichts. Sinken heißt zurück auf 6 Meter. Super Männer, guter Rückschlag. Wenn das die Linie bleibt, wird es interessant heute. Sehr gut. 5-1, 5-1. Könnt ihr dem Kreisläufer sagen, dass er nicht so laut schreien muss? Das suggeriert irgendwie, dass es ein böses Foul wäre. Ja, das hat jeder in der Halle gehört. Er muss nicht so laut schreien. Henry. 5-1, 5-1, 5-1, 5-1. Sehr gut. Tempo! Tempo! Ruhe! Ruhe! Lars! André, ja. Du hast aber häufig gesagt, vor eine halbe Sekunde später zurück. Da kann ich ja noch nicht zurück sein. Ja, das stimmt, wenn das so war. Aber ich kann mich auch an zwei Situationen erinnern, wo wir dreimal von draußen sinken, rufen. Ja, das will ich nicht mehr machen. Und du stehst noch auf 9 Meter. Ja. Ich weiß, das muss dann halt auch schnell gehen. Ja. Geh weiter zur Mitte. Dann kommt er und dann ist der Pass hier einfach. Und der Rechtshänder, der hier steht, der muss hier anspielbar sein. Und dann geht's Vollgas, Vollgas. Ja? Das ist der Linkshänder. Egal wer. Was sich auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass wir alles mit Anlauf machen müssen, ohne Prellen vorher. Der Ball hier rüber zu Connor, der ist super. Den müssen wir genau spielen, der muss halt ankommen. Und da muss dann irgendeiner stehen, der mit Anlauf voll drauf geht. Da steht, hör zu. Da auf der Halbposition rechts steht Krause. Ja, also bringt den Ball. Wir müssen auch mal ein bisschen länger spielen. Ist auch nicht schlimm, wenn wir mal ein Zeitspiel kommen. Wenn ein Zeitspiel ist, geht über die Halbposition. Es geht immer gegenseitig Camper, okay? Abwehr ist super. Macht er denn da? Weiter, Connor, auf geht's, alles gut. Der wirft komplett frei aufs Tor. Der ist komplett an ihm vorbei, der kann gar nicht dranhängen. Der hat das komplett verloren, das 1-1. Machen wir wie letzte Saison, entweder wir gehen wieder in die Dreierkreuzung oder wir gehen in Halbangreifen mit beiden Außen drinnen. Okay? Dann über die Halbposition, dann haben wir sie tief. Da oder da, dann kommt er, er schiebt rein gegen seine Camper, okay? Eins von den beiden Sachen, okay? Abwehr sind wir, wenn wir den Wechsel schaffen, rechte Seite aufmerksam. Es hat nicht nur die Linkshänder. Jeder, der auf rechts rauskommt, denkt sofort an den Wechsel. Dann schauen wir, dass wir Tommy reinbekommen. Ansonsten geht Lars hinten in die Mitte. Ja. Und der Rückraumspieler, der mitläuft und Julius hat gewechselt, geht auf die Außenposition, okay? Komm, weiter, Männer. Mit Überzeugung und dann gejagt. Kein Zeit. Gelbe Karte. Connor! Matteo. Hannes, links 1-1 mit Matteo. Ja? Er muss ihn auch spielen können, weil ich kann nicht. Ich in 6 rein. Weiß ich. Warum nicht? Musst du ihn fragen. Durch. Ja, ist alles gut. Ja, alles gut, Mann. Ey, aber was jetzt nicht sein kann, ist, dass wir uns jetzt von der 6-0 Abwehr aus dem Konzept bringen lassen. Okay? Die gehen bei Übergang in 6-0. Also, 2 kurz. Ist Zeit. 1-1. In die Mitte. Oh Mann, ey, Jungs, das kann doch echt nicht wahr sein, ey. Wir haben 3 Pässe, dann kannst du keinen Zwischenpass spielen, dann musst du gehen. Ja. Jetzt den Ball holen. Fangen wir mit der Abwehr an. Also wir haben 4 Paraden, da, also wir brauchen da hinten mehr, wir werden aber auch mehr kriegen. Wenn wir das ganze Geschehen nach weiter vorne verlagern, wir kriegen zu viele Tore über den Kreisläufer, das ist super einfach. Also die haben 8 Tore, 9 Würfe von 6 Meter. Und nicht von außen. Außen waren noch mal 3. Und das liegt nicht am 3-3-System, das kann ich euch sagen. Das liegt nicht daran, sondern das liegt daran, dass wir nicht vom Kopf her da sind. Die prädestinierte oder das beste Beispiel dazu war gerade die allerletzte Szene.
Erste Szene, Matteo vergisst komplett, dass wir bei 5-1 Druck auf dem Ball und du gehst zum Ballführer hin und lässt ihn einfach los. Ich weiß nicht warum, was da die Idee war. Und die Szene danach sind wir im Ballführer. Der Rückraummitte hat den Ball hier. Und was wird wohl passieren bei denen in ihrem Spiel? Lars steht neben dem Kreisläufer, aber du machst nichts. Du rechnest nicht damit, dass der Pass kommt. Und das ist das Entscheidende. In 3-3 auf 5-1 zurück. Wir stehen auf 9 Meter und gehen nicht zurück. Obwohl dreimal, viermal sinken von draußen kommt. Das sind so die Sachen, wo wir nicht da sind. Wir sagen in der Halbzeit für Thema Angriff, wir wollen ohne Prellen zur Hand gehen. Ja, ich weiß nicht, wie oft seid ihr zur Hand gegangen, ihr beiden? Ihr seid nur gegen die Hand gegangen. Das ist nur diese Kopfsache. Männer, wirklich, jetzt lasst euch das mal auf der Zunge. Wir haben es geschafft, dass sie kein 7 gegen 6 mehr spielen mit unserer Abwehr. Die spielen kein 7 gegen 6 mehr. So, das haben wir. Und wir haben es geschafft, dass sie ihre Abwehrformation geändert haben. Sie spielen jetzt 5-1-6-0. Okay, also so schlecht kann das nicht sein, was wir machen. Und im Gegenteil, es ist wirklich gut. Aber es sind halt genau die Kleinigkeiten. Wir sind mit einem vor, 8 Minuten vor der Halbzeit und machen 0-5-Lauf. Warum? Weil wir nicht da sind. Weil wir nicht das machen, was wir besprechen, Henry. Außen prellen ins Salzgitter, Lars, außen prellen ins Salzgitter, zu tief rein, Abstand, ziehen und weiterspielen. Wie viele Aktionen hatten wir, wo der Ball über 3-4 Stationen gegangen ist? Okay. 30 Minuten Zeit, alles gut. Ich habe nicht das Gefühl, dass die besser sind. Ich habe eher das Gefühl, dass wir hinten liegen, weil wir es uns ein bisschen verdödelt haben. Okay? Wir sind eigentlich die ganz klar bessere Mannschaft hier. Okay? Also lasst uns jetzt 30 Minuten das draußen zeigen. Wir brauchen uns auch für nichts zu schonen, weil ab nächster Woche ist Urlaub, Männer. Okay? Auf geht's! Wohlgang! Ich habe das Gefühl, dass wir, wenn sie jetzt 5-1-6-0 spielen, wir brauchen nicht über halb angreifen, weil keiner auf der Halbposition kriegt irgendwie den Anlauf hin. Nee, genau. Und dann, ich finde auch die Hilfe vom Innenblock, dann ist tatsächlich ziemlich gut bei denen. Also ja, aber gut auf dem Arm, wir kriegen die Beine dann nicht weiter. Ja, dann ist halt Anlaufabstand. Ja, ja, genau. Vollgas. Ja, ja, und wir gehen halt auch viel zu viel gegen die Hand. Es ist halt, entweder sind wir durch oder wir sind tot. Vollgang! Lohnt euch da. Connor drin, Abel und Henry, ja? Wo ist deine Flasche? Tommy erstmal am Kreis, wenn wir die Doppelkreuzung spielen. Ja, erstmal haben wir jetzt 3. Ja, ja, aber mit welcher Konstellation? Mit Henry. Ihr beiden mit Henry. Tommy am Kreis. Ja. Und ich denke mal, wenn wir sie noch genauso unterstützen wie in der ersten Halbzeit, dann geht auch wieder noch was. Also, bitte supportet die Jungs weiterhin. So. Philipp, Philipp, wir wechseln. Du bist drin. Ey, das ist schon wieder, wir sind wieder so dösig, ey. Das kann ja nicht sein, dass Zeitspiel ist und wir machen einmal, zweimal, dreimal und dann muss der Linkshänder von Rückraum links irgendwas machen. Das ist doch nur Kopfsache. Das ist doch reine Kopfsache. Bernie, Bernie, lauf ein! Lauf ein! Alles gut? Das ist kein Kreisläufer! Das ist kein Kreisläufer! Er ist kein Kreisläufer! Ja! Ja! Du bist viel zu tief drin und kannst gar nicht mehr selber werfen! Ja, dann halt doch mal Abstand! Dann kommst du auch eine bessere Entscheidung! Tempo auf, komm! Tempo, 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 geh! Das ist auch schon wieder. Wir sitzen 15 Minuten lang in der Halbzeit und reden über Anlauf. Direkt zurück! Hier, hier! Lauf! Ey, hallo! Ey, der schiebt doch von hinten! Der schiebt den doch da rein! Ey, der schiebt den doch da hinten rein! Ey! Entspann dich mal da auf Außen.
Bernie, denk dran. Der vorne Mitte nimmt den Parallelpass weg. Der kann von Rückraum links nur diagonal in die Ecke spielen, ja? Ja? Schiedsrichter, der schiebt den doch in den Kreis rein. Hallo? Der schiebt den doch rein. Sieht doch. Sehr gut. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Jo. Der kann doch gar nicht mehr werfen. Ach so, jetzt reden miteinander ist auch nicht mehr, oder was? Nein, das ist zu viel. Was ist denn zu viel? Ey, gegen Volker Mudro als erster eine Zeit eine gelbe Karte kriegen. Wahnsinn. Okay, und jetzt am Labern ohne Ende. Meine Güte. Ja, du musst zur Mitte und nicht groß machen, Bernie. Ja? Mach dich groß. Du springst schon nur kurz so rein. Mach dich groß, spring zur Mitte. Es war, ich hätte 100 Euro drauf wetten können. Abwehrangriff mit Simon, ja? Ist doch nicht minus zwei. Minus zwei? Hey, wo ist die Zeitstrafe? Wo ist die Zeitstrafe? Ey, das kann ja nicht sein, ey. Ey, der schiebt voll von der Seite in vollen Lauf rein. Wie kann das keine Zeitstrafe sein? Schiri, ihr müsst schon mit mir reden auch. Ihr könnt jetzt nicht 20 Minuten nicht mit mir reden. Eine Frage, Schiri. Ja, seit Halbzeit guckt mich keiner von euch an. Nächstes Mal hätte ich gerne eine Vorwarnung, jetzt ist gut. Einfach so aus dem Nichts eine gelbe Karte ist nicht okay. Ich bereite das ein bisschen besser vor. Wenn wir nicht in Anlauf kommen, spielt noch mal einen Zwischenpass, okay? Wir müssen nicht auf den ersten. Dann denkt daran, was wir gesagt haben. Wir laufen nicht auf den Spieler drauf, sondern wir laufen auf den Raum, okay? Zwei rechts kurz. Zwei rechts kurz, ja, mit einem festen Kreis. Drei, vollkommen egal. Ja, könnt ihr machen, aber es ist im Endeffekt ist es egal. Weil wir müssen jetzt anfangen, das zu machen, was wir uns vorgenommen haben, okay? Wir müssen um den Kreisläufer rumarbeiten und wir sind noch nicht in dem Modus, dass wir jetzt voll Risiko gehen müssen. Lauft hinterher im Tempospiel. Wir kriegen jetzt auch ein paar Pfiffe, weil das können die so nicht durchziehen, okay? Konzentrieren wir uns auf uns. Hör doch mal auf zu schreien, was soll denn das? Was soll denn das Geschreie? Hör doch mal auf zu schreien. Wir spielen ja Handball. Hier schreit von uns, schreit kein einziger. Nee, das ist nicht okay. Nur zum Zeitstrafen ziehen ist nicht in Ordnung. Nee. Der fällt hin, aber der schreit nicht. Hier hin. Freiwurf. Tommy! Wegziehen! Nach da weg! Matteo! Er soll gegen den Siebener gehen. Jetzt steht er gegen den Zehner. Warum? Tommy, warum ziehst du denn nicht nach da weg, wie ich es angezeigt habe? Ja. Wir haben jetzt sechsmal hintereinander probiert, gegen den Zehner 1-1 zu gewinnen. Jetzt müssen wir mal was anderes probieren. Aber es ist wieder unser Kopf. Wir müssen mitdenken jetzt. Abwehr und Angriff. Komm, Jungs. Ist noch genug Zeit. Ruhe!
Julius, Rückraum rechts. So, und jetzt bleibt dabei, funktioniert die Luft zwischen den Linien. Und feuert unsere Jungs. Du sollst keine Bälle klauen. Keine Bälle klauen. Guck dir an, ob er verliert. Dann musst du reinschieben. Ansonsten hast du deinen Gegenspieler im Augenwinkel, okay? Weiter geht's, komm. Vorne bitte. Zwei weg. Zwei weg über rechts. Okay, außen vorher drin, Klaas. Dann kommt Julius. Hier wird er wahrscheinlich hochgehen. Ist nicht schlimm. Julius, Vollgas. Eins gegen Mutro hier. Okay? Dann weiterspielen. Dann wird hier zugeschoben wahrscheinlich. Da rein und dann hier weiter. Kreisläufer, bleib bitte in der Mitte und sperr hier, okay? In der Mitte, okay? Druck! Tommy, Druck! Druck, Simon! Der darf keinen freien Fall. Sinken! Sinken! Matteo! Matteo, sink! Matteo, 5-1! Um den Kreis! Geh hier in die Sperre, nur auf Stopp-Foul achten, hier dran vorbei. Wenn er hier kommt, du musst lange den Ball in der Hand haben. Hannes, du machst so, das hier auf halb. Machst hier auf halb, dann geht Julius auf der Gegenseite zum Camper. Okay? Hey, Stopp-Foul, Julius, ne? Ja. Und los, komm. Und Tempospiel, komm. Ha? Voraus, 3-3. Der Freiwurf ist da hinten. Nein, wir bleiben jetzt. Wir müssen ja, wir müssen. Geh nah ran, Tommy, geh nah ran. Hey, Jungs, durch den Kreis, Zeit. Lauf, lauf, lauf. Kein Wechsel, Simon, geh mit. Matteo rein. Kann er bleiben, kann er bleiben, kann er bleiben. So, Matteo, Matteo, hierhin. Connor, Ben Connor, dahin. Außen kurz. Wo ist Julius? Ach da. Außen kurz. Tommy in die Mitte. Julius! 1 gegen 1. Bernie mit! Bernie mit! Komm! Wo ist denn hier einer? Das kann doch nicht sein! Schnell! Pass! Jungs, ey! Komm, lauf zum Ball! Ein guter Kampf. Zu viele Fehler von uns, aber gut gekämpft. Nächstes Mal wissen wir ja, wie auswärts in Braunschweig gewinnen geht, okay? Das war trotzdem eine super Hinrunde bis jetzt, ja? Also ich habe es nicht für möglich gehalten, ihr habt wirklich Gas gegeben. Ja. Heute war jetzt natürlich bitter, aber wir können stolz auf die Hinrunde sein und lasst uns bitte im Januar da weitermachen, weil die müssen auch noch gegeneinander spielen. Wir sind nicht weit weg, das macht viel mehr Spaß, da oben weiter dran zu bleiben, okay? Wolf! Okay. Aber die Familie abhandeln nach dem Spiel. Ja, ja, nee.
Ja. Ja, das trifft man für ein Fazit. Geiles Spiel, aber scheiß Ende, oder? Ja, also natürlich hätten wir bei so einem engen Spiel das Ende gerne anders gehabt, auf jeden Fall. Ich denke aber insgesamt muss man sagen, es ist nicht ganz unverdient, weil wir in Abwehr und Angriff ein bisschen zu viele individuelle Fehler gemacht haben. Bewegung ohne Ball fehlt uns da. War nicht nötig, fand ich, diese Niederlage. Ich finde, wir haben zu viele einfache Fehler gemacht. Aber ich dachte, das eskaliert noch richtig. Chef, was sagen wir? Ja, was sagen wir? Ich fand, es war ein gutes Spiel. Will ich mich auch nicht loben, aber eine Halbzeit fragt mich leider, was würdest du anders machen? Ich würde sagen, ja, ich würde jetzt mal kommen können. Aber das war ja jetzt eher ein Lob an mich, oder? Auch, das sind direkt. Nein, aber tschüss. Tschüss, Lisa. Das war Tom großartig. Auch sehr, sehr geil den Ansatz mit der offensiven Deckung, dass wir versucht haben, unter Stress zu setzen. Ja. Das hat mal mehr oder weniger hinten geklappt, so, und nachher war die trotzdem lang, aber das war gut. Ja. Da waren wir auf den Halbpositionen zu schläfrig. Und sind nicht, also wir sind dann immer defensiver geworden, das war ja auch der Plan. Aber wir haben irgendwie an 8-9 Meter dann aufgehört, weiter nach hinten zu gehen. Ja. Und dahinter war ein Kreis, das funktioniert dann natürlich nicht. Ja. Ja. Wenn, dann muss man schon ganz nach hinten gehen. Aber alles im An, mit dem Strick, das war uns gut gelassen. Und trotzdem selbst verschuldet. Weil ich glaube, machen wir im Angriff nicht so viele technische Fehler, dann gewinnen wir. So ist es. So ist es.